Gut, als nächstes müssen wir das Viadukt einbauen. Wie machen wir das? Also das ganze Viadukt geht von da bis daher, wo ich auch mit dieser Gleisbettung aufgehört habe. Ich werde aber jetzt diese Breite des Lineales einmal einen Strich machen. Auf beiden Seiten natürlich. Gehe dann 1,5 cm rein auf beide Seiten. Was da im Hintergrund her hört, das sind meine Enkelkinder. Wir werden übergreifend aufs Viadukt das Holz in dem Bereich lassen. Das Holz eben in dem Bereich aufs Viadukt, das werden wir im Viadukt eben ausschneiden, weil damit wir keine Fuge haben, wo es auf und ab geht. So liegt das Brett dann auch auf dem Viadukt auf und ich glaube, das hat dann einen besseren Halt. Das machen wir auf der Seite genauso. Gehen wir auch 1,5 cm rein. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass wir da und da das abschneiden. Jetzt werden wir es da und da abschneiden. Das machen wir mit einer Säge. Schönen Schnitt, brauchen wir nicht einmal mehr irgendwas schleifen oder so. Das kommt jetzt auf der Seite genauso. Also in der Mittelseite sind wir weg. Den anderen hat da gar nichts überlebt. Jetzt müssen wir die Teile da wieder rausschrauben, weil die stören dann nur. So. Wenn wir von da bis das passt, ja. Da müssen wir ein bisschen. Jetzt schneiden wir mal. Wahrscheinlich würde ich das anders machen, wahrscheinlich mit einer Maschine oder was. Maschine habe ich mir jetzt gar nicht so getraut, weil ich habe so Holz schon mit Maschine geschnitten und das franzt dann so aus auf einer Seite, auch dann, wenn man Klebestreifen drauf tut,
Deswegen haben wir gedacht, ich mache es mit der Hand. Und ja, ist halt ein bisschen mehr Arbeit, wobei dieses Holz ja nicht wirklich schwer zum Schneiden ist. Was machen wir als nächstes? Wir legen das einmal auf da. Schauen, dass wir das schön in der Mitte kriegen. Ja. Okay. Dick. Passt. Ist auch schon mit dick. Passt. Und zeichnen da jetzt auf. Wie rückt das an? Wie weit das denn eingeht? Das müssen wir jetzt dann langsam so gesagt ausfräsen. Wenn wir jetzt mit dem Hausdraht, ja, dann machen wir externes. Und zwar das haben wir das jetzt schön eingezeichnet. Und das Balsaholz hat eine Tiefe von 4 mm. Das zeichnen wir da auch ein. Passt! Was nützt das, wenn wir das jetzt machen? Dann werden wir mal das Fenster kippen. Ja, das wird jetzt ein bisschen stinken. So, ich habe da so einen Heißdrahtschneider mit sozusagen einer Nadel drauf. Mit der werden wir das jetzt versuchen auszufräsen. Ich schalte das einmal ein, dass das warm wird. Schaut bei diesem Heißdraht, links ist, jetzt sieht man ein bisschen Rauch weggehen, dass man keine Temperaturregelung hat. Aber für uns passt das jetzt da schon. Wir werden jetzt da einfach sehen. Sozusagen wegschmelzen. Passt. Testen wir noch mit dem Cuttermesser nach. Putzen. So, auf der zweiten Seite noch. Der Koffer ein bisschen weggeben, damit man die Dämpfe nicht einatmet. So Richtung Fenster geben. Gut, solange das noch eingeschaltet ist, putzen. Aber weil wir das jetzt schon so gemacht haben, haben wir eine schöne Vorgabe. Das geht mit dem Cuttermesser noch schön nach. Passen, da her, das da rein, das können wir schon hochheben. So, jetzt schauen wir mal.
Jawohl. Da passt's auch. Sehr gut. Das schaut ja gut aus. Der nächste Schritt wird jetzt sein, dass man, wie ihr sehen könnt, jetzt ist da ein sicherer Übergang. Weil da kriegt dann sozusagen das Holz der Trasse auch nochmal eine Stütze. Deswegen haben wir das jetzt so gemacht. Das werden wir jetzt mit dem Heißkleber schnell ankleben. Wartet bitte bei der Heißklebepistole besser länger, dass er wirklich heiß ist, damit der Kleber auch wirklich flüssig ist. Weil sonst, wenn er noch nicht so richtig flüssig ist, dann trocknet er viel zu schnell oder erstarrt schnell, viel zu schnell und dann könnt ihr das nicht mehr pressen. Deswegen einfach warten. So, wenn ihr das Gefühl habt, dass so jetzt passt, sehr flüssig genug, da fest Kleber drauf und dann schnell das drauf, fest drauf drücken. Stabelle. Festkleber drauf. Dann schauen, dass da auch alles passt, sofern ihr eben so einen Taschenbausatz habt. Dann da fest drauf drücken, da alles passt. Fest drauf drücken. Also die Brücke selber habe ich jetzt unten nicht festgeklebt, damit man sie notfalls wieder wegnehmen kann. Wobei, wenn ich das nutzen möchte, okay, das klebt schon, das geht auch. Sehr gut. Wir werden da noch ein bisschen Heißkleber rein tun. Das ist auch ein bisschen klebt. Da wollte ich einfach schauen, die Ständer passen. Fertig. Das Viadukt steht, passt, haltet. Ja, das Viadukt steht. Ihr seht, ich habe es eingebaut. Die Schritte habe ich euch eh gezeigt. Ich zeige das jetzt noch einmal von der Nähe. Also ich habe das Brett nicht direkt abgeschnitten, damit wir nicht da eine Fuge haben. Dann habe nur eben da frei gemacht, habe das drüber stehen lassen und dadurch haben wir auch für ein Brett, für das Brettchen eben eine Stütze. Und das gleiche haben wir da gemacht, auch hier die Stütze und das haltet jetzt fest. Ich zeige das einmal, da kann man dran reißen, die Brücke, dieses Viadukt, da steht. Und ja, jetzt geht es dann weiter mit den Gleise verlegen.